Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Shakes and Fidget auf Server W23. Und zuallererst möchte ich dem lieben Maurizio danken, denn der Maurizio hat mich gestern überrascht, nämlich hat er mir geschrieben: Ey Paul, was hältst du eigentlich so von einem Community-Discord-Server für deinen YouTube-Kanal? Ich so, ja, eigentlich schon cool, hab daran gedacht, nur gerade nicht so viel Zeit, sowas einzurichten. Und dann schreibt er so: Überraschung, hier, bitte für dich, hast einen Discord-Server. Und dann hat der liebe Maurizio einen Discord-Server für mich erstellt, auf dem ihr alle herzlich eingeladen seid. Das heißt, wenn ihr Bock habt, hier mit mir zu chillen und allen anderen Leuten, dann findet ihr den Link in der Beschreibung. Und würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr diesen Discord-Server besuchen würdet. Hier wird auch richtig schön miteinander geschrieben. Wir haben hier Spaß und reden miteinander. Auf jeden Fall sehr cool. Nochmal danke an dich, Maurizio. Und start zurück auf W23. Wobei, switchen wir erstmal auf S21. Nämlich gab es ja gestern die Auflösung und aktuell sind schon 40 Member eingeladen. Davon sind 35 schon drinne. Und jetzt hoffe ich noch, dass die 10 restlichen Gewinner mir in YouTube in den Kommentaren antworten und mir dann sagen, wie sie in-game heißen, damit wir auch voll werden sollten. Bis morgen Freitag sich nicht alle angemeldet haben hier oder mir zurückgeschrieben haben, werden die restlichen Plätze nochmal neu verlost. Ja, auf jeden Fall sehr cool. Man sieht es hier, die Gilde, es sind schon 40 Leute drin. Keiner hat gelevelt, alle noch auf Stufe 1, so gehört sich das. Sehr cool und alle fragen immer: Ey Terra, was dürfen wir eigentlich machen vor Samstag? Ich habe gesagt, nichts außer Lucky Coins Farm. Das heißt, für alle, die nochmal fragen, Lucky Coins Farm ist erlaubt, ansonsten nichts. Super, ne? Okay. Und man sieht, hier sind richtig coole Leute dabei. Ich freue mich schon wirklich drauf, aber S21 ist nicht heute unser Thema, sondern wie immer W23. Und hier sieht man direkt Stufe 232. Es geht immer noch voran. Ich habe gestern hier dann wunderschön nochmal Schattenwelt geschafft, nämlich vier Stück. Der fiese Monsterhase hat es angefangen. Den hier habe ich noch wunderschön vernichtet. Der hatte 12 Millionen. Ich hätte nicht gedacht, dass er diesen Versuch dann besiegt wird. Aber doch, habe ich geschafft. Da gab es den Hut für, den ich... habe ich zercraftet. Den habe ich einfach zercraftet. Und dann Halsabschneider war der nächste. Auch der hier noch 12 Millionen. Und habe dann die Brust bekommen. Auch die habe ich zercraftet. Denn ich wollte hier keinen Sockel drauf machen. Und dann kam der Pirat Blutnase. Und auch der hier hat noch 17 Millionen. Noch 17 Millionen. Und den habe ich dann kaputt gemacht. Da gab es hier einen schönen Talisman für den Magier. Den habe ich dem Magier auch diesmal direkt angezogen. Jawohl, hier mit dem 250er Edelstein drinne. Und die letzte, oder der letzte, war der Oktopus. Ja, der liebe Oktopus mit 15 Millionen noch. Und auch der war dann weg. 30 Millionen Erfahrung. Das Ganze hat mir auch noch ein schönes Level abgebracht und bin auf 232 gestern noch gestiegen. Und habe auch heute wieder alle Petkämpfe gewonnen. Ich weiß nicht, hier sieht man sie ja wohl. 1, 2, 3, 4, 5 an der Stück. Hier den Olaf, den habe ich auch eins auf den Deckel gegeben mit meinem... Mit welchem Pet denn überhaupt? Mit meinem Pyrophybos habe ich sein Lilliponten besiegt. Ohne Probleme. Und ja, nochmal rangestiegen. Bin dann hier bei den Pets aktuell wieder auf Rang 6. Was ist sehr cool. Mal gucken, ob ich hier irgendwann mal auf Rang 3, 2 oder vielleicht sogar irgendwann mal Rang 1 erreichen werde. Mal sehen. Aber ich muss sagen, ich habe noch nie so gut die Pets gespielt wie auf diesem Server. Und jetzt ist die Frage, Leute, mache ich das eigentlich aktuell richtig? Weil meine einzige Sorge ist, tut man eigentlich Quarklops leveln oder doch Tink? Weil auf allen Servern tue ich Quarklops leveln und switch dann auf Bofuchs um. Die Frage ist, hätte das auch mit Tink geklappt? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe einfach mal, dass es einigermaßen richtig war. Ansonsten, ein Okodil ist gerade auf 63. Mein Quarklops auf 63. Oh, beide gleiche Stufe. Lillipon ist auf 65 und hat schon hier den 11. Pet Dungeon besiegt. Der 10 Euk hat auch den besiegt auf 70. Und dann haben wir noch Pyrophybos, aktuell mein schwächstes Pet mit 60. Mir fehlen auf jeden Fall Erdbeeren. Ich hätte heute hier das liebe Pet hier finden können. Ich weiß halt nicht, welches ist. Ich glaube, Fachan oder so. Wie heißt der? Fachan wäre heute hier. Den hätte ich mir holen können, aber der liebe Pyrophybos schafft ihn einfach noch nicht. Mit Stufe 60 ist das noch nicht drin. Der müsste mindestens 66 oder 67 sein, damit er ihn besiegen kann. Ja, man sieht, die beiden haben es schon geschafft. Der Quarklops mit 63 ist auf jeden Fall zu schwach, gerade weil er ein zweites Pet ist und kein drittes. Braucht er noch einige Level. Und Okodil könnte es langsam schaffen, aber auch da fehlen noch ein paar Level. Hier 8000, das war gar nicht mal so schlecht. Vielleicht ein Versuch, wo er anfängt und dann ein paar Crits, wo er anfängt. Wo er anfängt, geht doch. So, schon mal der erste Crit. Ich darf halt nur nicht kritisch getroffen werden. Ja, dann ist schon vorbei. Aber man sieht schon,
Nee, da ist auf jeden Fall, das ist noch, wird noch nichts. Da muss auf jeden Fall noch ein bisschen warten. Glücksrad ist gedreht und dann sind wir hier in meiner Unterwelt. Heute Morgen das Herz der Finsternis auf Stufe 8 abgeschlossen, ausgebaut. Und bin gerade hier nebenbei natürlich wieder am Seelenfarm. Und möchte jetzt noch vom Epic Event auf jeden Fall den Gladiator auf Stufe 7 oder sogar Stufe 8 ziehen. Und habe leider einen Kampf verloren in der Unterwelt. Leider, leider. Ich habe 5-mal denselben Angriff und beim 6. Mal gegen dieselbe Person verloren. Sonst immer bis zur Hälfte geschafft und dann, ja, war ich vernichtet. Das sind halt die Assassinen, ne? Die können auch ausweichen dann. Können 5 Versuche mal klappen und der 6. dann hat man verloren. Sehr schade drum. Dann habe ich noch hier den Wächter ein bisschen aufgelevelt, sieht man. Ist jetzt Stufe 52 und jetzt gewinne ich auf jeden Fall. Ich hoffe, morgen passiert das nicht mehr. Und das Tor uns zur Unterwelt baut gerade auf Stufe 8. Auch sehr nice. Und dann kann ich dann heute auch nochmal einen Angriff mehr machen. Und ja, so sieht es auf jeden Fall gerade in der Unterwelt aus. Und dann haben wir den Raid versucht, den 35. Und man sieht, wir haben ihn leider nicht geschafft. Es war wirklich ein wirklich knappes Ding. Ich zeig's euch mal. Man muss aber auch sagen, dass diesmal der liebe Panticore fast wirklich alleine gegen den Raid-Boss gekämpft hat. Und hat wirklich wahnsinnig viel Schaden gemacht, aber trotzdem nicht geschafft. Ihr seht hier Tracer, haut hier noch ein bisschen auf und dann kommt Panticore und hat wahnsinnig viel Schaden gemacht. Aber leider hat dann der liebe Ping-Pong ein paar 3 Millionen Crits rausgehauen, die dann wirklich wehgetan haben. Also hätte Panticore ein bisschen mehr Leben gehabt oder noch einen Hit mehr getankt, hätten dann 2 oder 3 Crits auch noch gereicht, den Ping-Pong zu besiegen. Aber haben leider verloren und stehen aktuell also bei 34 Raids. 33 Raids. Aber ich denke, selbst nach dem Epic-Event oder nach dem Epic-Event wird es auf jeden Fall wieder hier was abgehen. Gerade Raid-technisch. Und da freue ich mich schon drauf. Ja, bei den Donnergöttern sieht es aktuell so aus. Nämlich, warte mal, hier hat auch jemand. Ach, ist ja cool. Unsicher hat auch 2 Dämonenschwerter. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Bei den Donnergöttern aktuell 198 im Durchschnittslevel, haben auch 31 Raids. Wird auf jeden Fall sehr spannend. Mal gucken, wie viele Raids sie noch schaffen, ob sie die gleiche Anzahl bekommen werden wie wir oder uns sogar noch überholen. Ist auf jeden Fall wirklich cool. 198, man sieht 7 Level über uns. Ich bin auch gespannt, wie hier ein Gildenkampf aussehen würde, aber es ist klar, die lieben Donnergötter werden im Epic-Event auf jeden Fall noch einige Level dazu bekommen, aber auch wir werden mächtig leveln. Gerade unsere unteren Leute gehe ich von aus, dass viele über Stufe 200 werden und auch generell unsere über 200 auch nochmal ein paar Level machen. Das wird auf jeden Fall sehr spannend und dann nach dem EP-Event wird nochmal geradet und nach den Raids dann kommen wahrscheinlich die richtigen Gildenkämpfe. Ascendants gegen die Donnergötter, ich freue mich drauf. Bin ja auch bei den Donnergöttern immer auf dem Discord unterwegs und schreibe ja immer hier mit dem lieben Tank und dem Zero und allen anderen natürlich. Auf jeden Fall Donnergötter eine sehr coole Gilde mit der Ring-Gilde Assassin's Creed vom lieben Jay. Wo ist denn der? Hier. J2K und Assassin's Creed. Auch schon hier 16 Raids. Geht's auch richtig, richtig voran. 118 Durchschnittslevel. Hier auch der liebe Patze, Tiger, in-game. 79 SA, was hat Jay? Jay 63. Jay, du musst dein SA pushen, Junge. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Und ja, was kann ich denn jetzt noch zeigen? Ach genau, ich habe heute Morgen wieder einen Edelstein bekommen, ne? Ja. War ich wieder richtig glücklich mit diesem Glücksedelstein. 311 Glück. Ich schmeiße ihn aktuell nicht weg, solange ich noch Platz habe. Aber was soll ich denn machen, ne? Was soll man machen? Ich hätte mir einen schönen Geschickstein gewünscht, aber nein, dann kommt so ein Glücksstein. Mittlerweile freue ich mich sogar über Stärke und Intelligenz, weil die Begleiter brauchen ja auch noch Edelsteine. Aber wer braucht denn Glück? Wer braucht denn Glücksedelsteine? Also, nee. Die sind wirklich nervig, die Steine. Ich meine, wenn es wenigstens eine Funktion gäbe, irgendwie im Zauberladen nochmal bei der Hexe oder so, dass man Edelsteine vielleicht reinwerfen kann und dann werden die zu einem anderen Attribut für ein paar Pilze, dann wäre das ja auch noch voll in Ordnung, wenn es günstiger wäre, als hier in der Edelsteinmine 9 durchzupilzen. Aber ansonsten muss man hier wirklich 8 Stunden warten und dann kriegt man dann einen Glücksstein raus. Das tut manchmal echt weh und ich denke, wir kennen das alle. Wir alle wissen, wie schön das ist, 6 Glücksteine bekommen, dann 3 Int und 5 Stärke, bis dann einmal der kleine Geschickstein kommt, auf den man sich lange gefreut hat. Immer wieder sehr toll, diese Edelsteine.
Und ich bin auch mal gespannt, wie lange es dauern wird auf dem Server, bis dann die schwarzen Edelsteine da sind und bis dann alle Spieler voll sich mit den schwarzen Edelsteinen eingedeckt haben. Bei uns dauert es auf jeden Fall nicht mehr lange, bis wir eine Ritterhalle 15 haben. Ich glaube, entweder noch während dem Epic-Event oder nach dem Epic-Event haben wir dann auf jeden Fall die Ritterhalle auf 15. Ich glaube, bei Tracer sollte es soweit sein und bei Panticore auch. Und dann werden wir hier endlich schwarze Edelsteine finden. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich am Anfang noch sehr gering, aber ich bin motiviert, irgendwann hier voll mit schwarzen Edelsteinen rumzustehen. Gerade als Assassinen stelle ich mir sehr cool vor. Ja, genau, ich sehe gerade hier, ich habe nebenbei ein paar Festungsangriffe, aber ich finde hier gerade nicht so viele Leute, die ich angreifen kann. Naja, egal. So, dann haben wir alles. Das soll's wieder für heute gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann dürft ihr gerne ein Däumchen nach oben dalassen. Ich freue mich wie immer über eure Kommentare. Und nochmal Dankeschön. Vielen Dank fürs Zugucken. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut.